Anderes Team, andere Vorgehensweise. Juliette und Marcel haben einen Plan. Wir können schon mal die Wände ausbessern nebenbei, oder du, während ich den Boden noch weiter aufmache. Das ist das A und O, eine Planung vorher. Damit ihr auch die ganzen Arbeitsschritte nicht nur aufschreibt und euch verinnerlicht, sondern damit ihr auch dann daran lesen könnt, ah, Acryl, dann brauche ich Acryl. Ah, Abkleben, ah, ich brauche Abklebeband und so weiter. Sehr gut. Und die Kombination aus Abklebeband und Acryl sorgt für gestochen scharfe Kanten beim Streichen. Ich schließe gerade die Fugen oder die Rillen, damit der Übergang, der farbliche Übergang schöner ist, wenn man am Ende das Tape abnimmt. Mit dem Acryl drückt ihr nicht nur das Klebeband fester auf den Untergrund, sondern ihr schließt damit auch die kleinsten Poren, Lücken und Öffnungen. Und somit könnt ihr eine saubere Kante erzielen. Sehr gut. Ja, das habe ich wirklich von meinem Papa. Also er spuckt noch mal so eklig auf den Finger, damit das alles nicht auf den Finger kleben bleibt. Aber das mache ich jetzt nicht. Spucken auf den Finger, das macht man mit Spülmittel. Ansonsten nimmst du einen Löffel. Löffel nehmen und dann drüber. Geht auch. Ich habe schon gar keinen Bock, dass dein Vater uns hierbei sieht. Ey, warum habt ihr das nicht so gemacht? Julie. Ja, das ist halt einfach so. So sind wir Väter. Die ersten 3 Stunden sind um. Ich glaube, wir hatten 2,5 Stunden geplant, dass wir auch mit den Rennern fertig sind. Ist knapp. Also ich glaube, es ist sehr knapp von der Zeit her. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir dafür in den nächsten Schritten schneller sind. Wir haben halt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber jetzt, wenn Marcel das Holz vorbereitet gleich, fange ich schon mal an mit Streichen, dann geht das alles ruckzuck. Aber ich bin mal gespannt, welche Farbe auf die braune Farbe kommt und ob das deckt. Kleiner Tipp. Hochdeckendes Weiß, ein Schnapsglas Schwarz im Baumarkt einmischen lassen. Ihr erhöht die Pigmentierung und es fällt nicht auf. Abkleben, check. Und nun? Also, Chef, welche Seite hättest du gern abgeschnitten? Welche findest du besser? Der Marcel ist schlau. Happy wife, happy life. Also ich glaube, wir lassen die obere, oder? Oben lassen, ja. Unten ab. Unten ab. Ja. Alaska, dann knusper ich das Ding mal ab. Okay. Und das unter erschwerten Bedingungen, ne, Marcel? Ich habe mindestens einen Kreuzbandanriss. Also vielleicht ist es auch ganz durch, weiß ich noch nicht. Das werde ich in ein paar Wochen erfahren. Und das ist relativ kurz hier vom Dreh passiert. Aber da meine Freundin und ich beide keine Mimosen sind, haben wir uns dazu entschlossen, das trotzdem durchzuziehen. Klasse, so sind sie, die Rheinländer. Wir müssen es versuchen, das mal eben hier kurz irgendwie vernünftig gerade zu machen. Also so einen langen Schnitt würde ich nicht mit der Stichsäge machen, da empfehle ich echt Handkreissäge, Tisch oder Böcke auflegen, nicht unten schneiden. Und gerade mit so einem verletzten Knie ist das doof. In Berlin sieht der Weidezaun immer mehr aus wie eine Theke. Wie liegt ihr in der Zeit? Was haben wir angegeben für den Barbau? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon, wir sind relativ gut noch in der Zeit. Naja, ich habe ja gesagt, ne, also manchmal ist, dann musst du da noch ein bisschen rumdenken, da ist eine halbe Stunde schnell weg. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Zeit angegeben mit der Bar. Ich habe auch mal keine Zeit, wa? Ich habe keine Zeit. Das muss vorangehen hier. Dann würde ich mit dem letzten Balken, den wir noch haben, der hier übrig geblieben ist, ja, nochmal 3 Balken schneiden. Ja, genau, sägen. Gut, dass nichts ins Parkett gebohrt werden soll. Soll die Verkleidung bis zum Boden reichen? Na, so 5 cm würde ich schon nehmen, dass du mit einem Staubsauger noch runter kannst. Als Tipp musst du ja nicht. Aber man muss sich das ja so leicht machen wie möglich, oder? Ja, gut. Der Korpus ist ja 1,20 Meter hoch. Das heißt, die Bretter werden dann auf 1,15 Meter geschnitten. Dann haben wir die 5 cm Luft. Das hätte man sich vorplanen können und dann hätte man die Bretter auf 1,15 Meter Länge schon mal bestellt. Du kannst ja per Schnittliste alles beim Baumarkt zuschneiden lassen. Und dann habt ihr einen sauberen Schnitt, ne? Und müsst nicht mehr schneiden. Hm. Stell mal die beiden Eimer nebeneinander, lass mal in der Mitte eine Lücke. Und dann hast du mehr Stabilität. Hast du nicht so Holzböcke? Nee. Ja, das Gestell ist halt nicht perfekt, glaube ich. Musst du dich aber lieber, da musst du dich ein bisschen bücken. Ja, ist ja nicht so schlimm. Okay, ist ja nur für deine Bequemlichkeit. Wollte ich ja vorhin schon. Hier wäre es schön, eine Kappsäge zu haben. Bretter drauf, zschumm. Nächste Brett, zschumm.
Kann man übrigens im Baumarkt mieten, wenn man keine hat. Aber der hat schon gutes Werkzeug dafür, das sieht top aus. Stichsäge ohne Führung? Ja, dann ist das krumm. Und wenn die Seite krumm ist, dann ist die andere Seite auch krumm. Dann habt ihr schon mal zweimal krumm. Wo ist denn der Teustock? 1,50. Warte mal, wir können das doch jetzt auch anders machen. Wir haben doch hier dieses tolle Messgerät. Ein neues Spielzeug? Damit können wir doch auch einfach messen. Da müssen wir nicht immer mit dem Zoll stecken. Feinig? Niemals. Wie funktioniert's? Du hältst es jetzt einfach mal hier so auf ungefähr 1,15. Ah, jetzt kommt die Digitalisierung durch. Ah ja. Och Jungs, bitte! Das macht man doch nicht, um das Stück Holz abzuschneiden und zu messen. Ah, da wäre aber mit dem Zollstock viel schneller gewesen zu messen, oder? Ich will das jetzt mal ausprobieren hier. Schneller. Das ist cool. Ja, aber guck mal, wie lange er schon braucht, um das einzustellen, um das Ding da hinten zu treffen, ne? Das sind 1,28. So, und jetzt weiß ich immer noch nicht, wie viel da ist mit dem Zollstock doch besser. 1,23. Ey, willst du mich rollen? Du kannst das Messgerät auf Dauermessen stellen. Und dann, je näher du mit dem Gegenstand dann an das Messgerät rückst, das misst dann immer wieder neu. Neu, 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 neu. Ne? Das funktioniert schon, aber das macht man so nicht. Leon? 1,16,9. 1,14,7. Leon! Ich hätte aber auch aus Prinzip einfach weitergemacht. 15,4, das ist super. Na, dann noch so einen Millimeter, so zack. Hast jetzt einen rechten Winkel? Jetzt bloß nicht husten. Immerhin reicht es, ein Brett auszumessen und dann als Vorlage für den Rest zu nutzen. Da gerade eben mit dem viereckigen Stück Brett das dann winkelig zu machen, indem man das Brett auf den Boden hält und dann alle anderen dagegen stoßen lässt, das ist eine gute Idee. Eine gute Idee sind auch Regalbretter mit Rinde dran. Willst du Handschuhe haben? Ach Quatsch. Ne, das wird nie ein gerader Schnitt. Das wird nicht gerade. Ohne Anschlag wird dann mit der Stichsäge wird das nichts. Nee. Guck mal hier. Das geht ja schon nach rechts ab. Dann würde ich es lieber anders versuchen, sodass wir ein gutes Ergebnis im Endeffekt haben. Okay, ich glaube, es liegt am Tisch. Lass uns die Cola-Kiste von drüben holen. Cola-Kiste? Wir haben doch eine Fanta-Cola-Kiste, die steht stabiler als das. Ja, ich glaube nicht, dass der Marc das so gut findet, weil es halt nicht die optimale Lösung ist. Och, der Marc hat da kein Problem mit. Mit den Cola-Kisten habe ich kein Problem. Hauptsache, es ist kein Alt, sondern Kölsch. Dann könnt ihr auch Bierkisten nehmen. Wir können es sogar optimal machen, wenn meine geliebte Frau mal kurz in den Keller gehen würde, um die Sachen zu organisieren. Die Schutzausrüstung, die man dafür braucht. Persönliche Schutzausrüstung oder Schutzkleidung ist total wichtig für jeden, weil es meine Sicherheit, ne? Ach so, ja, klar. In Form von? Brille, Handschuhe. Ohrenschützer. Ohrenschützer, weil das natürlich total laut ist. Und natürlich eine Maske, weil wir wollen auch den Feinstaub nicht einatmen, ne? Marcel, danke schön. Das ist cool, I love you. Der Erste, der das sagt, bei Schraubensägen siegen. Juhu! Gerade beim Heimwerken kommen Sicherheit und Gesundheitsschutz oft viel zu kurz. Ich glaube, es hat sich noch nie jemand auf der Welt so unsexy eine Maske angezogen wie ich gerade. Masken sind sowieso unsexy. Aber die schützen ja nun mal gegen Staub und gegen Dreck. Wer sagt's denn? Ihr habt ja doch eine Kreissäge. Seht ihr? Jetzt ist das schon mal ein ganz anderer Schnitt. Sehr cool. Das habt ihr echt noch rumgerissen. Marc Kühler bewertet ja in drei Kategorien. Handwerkliches Geschick, Kreativität und Vorher-Nachher-Effekt. Wo könnt ihr punkten? Ich glaube, in kompliziert anstellen ohne Ende. Die größten Idioten-Kategorie. Aber hätten die eben die ganze Zeit die Säge benutzt, dann wäre es uns sicher auch ein bisschen gerader geworden, die Schnitte, oder? Meinst du nicht? Weißt du, wie man damit umgeht? Ja. Einer sollte es wissen. Ja. Gut, hier. Willst du das nicht machen? Nee. Ich habe meine Finger eigentlich ganz gerne. Du bist ja Handwerker. Schnick, schnack, schnuck. So. Leon, Dave. Bitte nehmt einen Staubsauger, ihr versaut euch die ganze Bude. Du kannst putzen, wie du willst. Du findest nach 3-4 Wochen immer noch Sägespäne. Dafür geht das Bretterschneiden mit der Kreissäge ruckzuck. Nach ein paar Minuten habt ihr lauter gleich lange Bretter. Oder nicht? Hier. Sind die 1,15? Ja, die sind 1,15 hier, ja. Und wieso sind die anders groß?
Hä? Oh, interessant. Weil du mit deiner digitalen Waage wo hier messen hast. Ich habe gesagt, ein Zollstock. Wie lang sollten sie denn sein? Düm, düm. Das will ich jetzt mit dem Zollstock noch mal nachmessen, bitte. Es wäre jetzt so schön, wenn man ein Stück Papier hat mit den Maßen als Plan, wo man dann drauf absehen kann, ja, der Dave geht dann hin, ah, ich muss das machen. Der Leon geht hin und sagt, ah, ich muss das machen. Na, wir müssten jetzt theoretisch, du musst ja Ordnung, wir müssten jetzt theoretisch 6 Bretter haben insgesamt, die passend sind. Weil wir ja schon, also, bitte, 15. 15. Und dann? Ja, dann die sind nicht die zu kurz. Ja, aber das sind ja keine Reste. Sind ja zu kurz. Ich glaube. Na, da musst du die noch mal zuschneiden. Und da fehlen ja noch Bretter. Wie zuschneiden? Ich kann die nicht zuschneiden. Wie soll ich die zuschneiden? Aber ihr müsst die doch oben bündig halten, Jungs. Und trotzdem sollten sie auch unten gleich lang sein. Schraubt doch erst mal eine an und guckt, wie sie passt. Hm? Warte mal, ich bohre erst mal vor. Warum geht denn das jetzt nicht? Dreht das in die falsche Richtung? Die geht deswegen nicht rein, weil sie nicht vorgebohrt ist. Und weil das Material, was da drunter ist, zu hart ist, dass die Schraube nicht direkt sich reinfrisst. Nee, guck mal, ob der nicht rückwärts schraubt, rausschraubt. Nee, jetzt würde er rausschrauben. Und wenn ihr es schwer habt, dann legt euch die Bretter auf den Boden und setzt erstmal die Schrauben alle auf den Boden an. So, und wenn die angesetzt sind, dann nehmt ihr das Brett mit der Schraube und dann rennt damit. Ist das jetzt hier gerade, Leon? Warte, ich. Warte mal vor, ich verstehe nicht, warum der nicht reingeht. Ob das gerade ist, hat Dave gefragt. Oh, mich triggert, dass das nicht bündig ist oben. Ich wollte eine Piratenbar machen, alles krumm und schief. So, und dann nehmen wir ein Brett oder dazwischen. Gut, wir nehmen trotzdem das Brett. Ja, wir nehmen das Brett. Gut, vielleicht ist es besser zum Schrauben. Ne? Prima Idee. Ich habe das Gefühl, wir können euch jetzt mal ein paar Stunden allein lassen. Da ist natürlich jetzt noch einiges an Arbeit, weil so viel geschafft haben sie noch nicht. Ne? Gut, na dann. Wir machen mit der Arbeit weiter. Wir verabschieden uns von euch und bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Wir lassen euch eine kleine Kamera da. Hoffentlich passiert noch mehr als in den ersten 5 Stunden. Auch Marcel und Juliette hinken ihrem Zeitplan hinterher. Ich bin mal gespannt, wir fangen jetzt mit dem Streichen ein bisschen später an. Ob wir statt einer Nachtschicht für die zweite Farbe tatsächlich eher eine Tagschicht einlegen müssen, also früher aufstehen statt später schlafen gehen. Aber sonst denke ich mal, dass wir gleich, sobald Marcel die Hölzer schneidet, kann ich hier schon anfangen mit Streichen und dann geht das ruckzuck und die Feinarbeiten haben wir dann morgen genug Zeit für. Ciao. Bis morgen. Adios. Sie wollte schon den ganzen Tag streichen und der erste Tag ist um und da ist noch gar nichts gestrichen. Was sie am ersten Tag schafft, braucht ihr am zweiten nicht mehr machen. Genau deswegen geben die beiden noch mal richtig Gas in den Abendstunden. Ah, ach so machen die das mit Laminat. Ah, okay. Okay. Hm? So, wir sind jetzt fertig mit unserer Nachtschicht. Sie sehen müde aus, die zwei, ne? Er sieht total geschafft aus, der Arme. Wir haben die Wände zum zweiten Mal weiß angestrichen, weil es uns noch zu dunkel war. Oder ich habe gestrichen, Marcel hat in der Zeit alle Hölzer vorbereitet. Für morgen alles vorbereitet, mein Chaos beseitigt. Und ich würde sagen, es ist Zeit fürs Bett. Und morgen geht's weiter. Wir haben nur noch weniger als 24 Stunden. Hopp, 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 hopp. Jalla, jalla, zack, zack. Schauen wir mal, was die zwei am ersten Tag geschafft haben. Da war ja doch einiges zu machen. Man sieht noch nicht so viel. Also die Wände müssen gestrichen werden, die sind aber nur vorgestrichen. Die müssen nochmal gestrichen werden, ist viel Arbeit. Da muss das ganze Parkett verlegt werden. Der Trenner muss gebaut werden aus den Baumstämmen. Die Hängeregale werden gebaut. Und da kommt noch zusätzlich so ein Regal-Schrank-Kombi-Ding hin. Ich sehe noch nicht so viel und mache mir gerade ein bisschen Sorgen.